Minecraft, willkommen zur nächsten Folge Minecraft Sky Factory. Heute haben wir einfach das Problem, dass wir viel zu wenig Stein generieren. Und deshalb werde ich mich jetzt um eine Steinproduktion kümmern. Und in dem Zusammenhang werden wir das automatisieren. Und dazu brauchen wir ein Barrel. Und zwar das von Jabba. Eine Kiste. Auch mal so, das so und dann ein paar Loks. Jawohl. Dann brauchen wir noch eine Transfer-Net. Cleanstone. Cleanstone haben wir hier noch drin. Vielleicht brauchen wir sogar zwei. Wir haben inzwischen einiges an Rohstoffen. So, jetzt weiß ich aber nicht mehr, was unten hingehört. Eine Kiste. So, zwei Kisten. Sehr gut. Dann brauchen wir noch ein paar Energy Conduits. So, und hier wird ein Transfer Node weggehen. Hier wird die Kiste sein, das Barrel sein. Und hier kommt der Aloysmelter hin. Das hoffe ich gerade nur, dass wir da mit dem Strom hinkommen. Kommen wir nicht. So, wir brauchen noch ein paar Kabel. Wobei, doch, brauchen noch ein paar Kabel. Und dafür haben wir nichts mehr. Conduit. Conductive Iron war wie Redstone und Eisen. Nehmen wir hier mal ein paar Essen raus. Hier ein bisschen Redstone. Dann hauen wir den hier leer. So, Cleanstone hauen wir gleich hier rein. Oder? Ne, wir machen erstmal ein paar Bricks wieder draus. Brauchen wir nämlich zum Zubauen gleich. Das war jetzt zu viel. Oder? Ne, da kommen wir noch dran. Conductive Iron. 1. Wie viel kriegen wir denn da raus? 8. 8 ist schon mal gut. So, das haben wir, das haben wir. Dann können wir uns mal noch um. Ich weiß nicht mehr, wie die Upgrades hießen. Warte mal, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Pistons. Pistons gingen, glaube ich, so. Redstone 2 und 2 Eisen. So, glaube ich. Ja, andersrum. Jawohl. Ein Obsidian, den nehmen wir von vorne aus der Kiste, die wir von mein Eddie gekriegt haben. Oh, schon wieder so ein Riesenbaum. Ich habe gerade schon die Bäume abgeholzt, damit ich genug. So, damit ich genug Holz habe für Barrel und Zeug und Falera, was wir alles brauchen. Wir sind immer noch nicht auf der Hauptplattform. So, Beast Void Upgrade, das ist gut. Das brauchen wir nämlich, wenn die Kiste voll ist, dass der Überschuss einfach verschwindet. So, 8 Kabel.
mal, hier haben wir Energie liegen. Das lassen wir jetzt noch fertig machen. Und dann bauen wir das Teil mal ab. Pflanzen das hier hin. Der kriegt Energie und Cobblestone. Dann kommt hier dieses Upgrade hin. Und jetzt müssen wir konfigurieren. Push. Also dass er rauszieht. Und hier sehen wir schon, da ist Cleanstone drin. Das ist sehr gut. Jetzt kriegen wir, gibt es da noch ein Upgrade? Das heißt, ich weiß nicht wie. Wir geben mal ein Jabber ein. Das hier brauchen wir. Holz, Eisen, Gold. Und Zäune. Glaube ich, oder? Ja. Holz. Ja, ich habe mich gerade, glaube ich, ein bisschen vertan. Nee, haben wir nicht. Eisen und Gold. Okay. So, mit Shift-Rechtsklick können wir das jetzt hier reinhauen. Und dadurch können wir immer mehr Sachen hier reinsetzen. Upgrades. Zum Beispiel dieses Void Upgrade. Das wollte ich gleich reinmachen. Ja. So. Und dann machen wir noch ein Upgrade für Menge der Slots rein. Da brauchen wir nochmal. Oh Gott. Brauchen wir nochmal davon ein paar. Cobblestone. Und noch 4 Pistons. Und was kommt da noch? Ein Barrel. Ja, wir haben ja genug. So, so und so. Und 2 sind ein bisschen wenig. Dann brauchen wir 3. Haben wir noch so viele Sachen? Eine Kiste haben wir noch. Eine Piste können wir noch machen, aber das bringt uns nichts. Deshalb lassen wir das jetzt mal weg. Wir setzen hier einfach noch mal ein Upgrade rein. So, 192 Stacks passen da rein. Und das ist automatisiert. Er zieht jetzt aus der Kiste einfach so viel raus, wie da drin ist. Das ist alles kein Problem. Und jetzt schauen wir mal, dass wir noch ein paar Solarzellen hinkriegen. Auf die Schnelle. Aluminiumglas. Glas brauchen wir. Dazu brauchen wir Sand. Bam, Redstone, Holz. Ja, jetzt sind wir schon wieder an der Holzgrenze. Redstone. Und 2. Und 2 sind halt nicht genug. Eindeutig mehr Holz.
Es läuft. Dann gehen wir noch mal kurz Holz kloppen. Ja, da drüben hat natürlich sein Harvester immer noch an. Ich weiß gar nicht, was er mit dem ganzen Holz machen soll, wer will. Könnten wir uns auch eine Axt bauen. Wäre vielleicht ein bisschen geschickter, damit wir schneller abbauen können. Also einfach so eine Axt aus Eisen. Nein, nicht runterfallen. Ich komme zurzeit nicht so viel zum Aufnehmen, deshalb kommt nicht regelmäßig eine Folge jeden Tag. Das wird sich vielleicht irgendwann mal wieder ändern. Aber ich probiere hier am Projekt weiterhin teilzunehmen. So gut es mir eben neben Real Life möglich ist. Mal gucken, ob da noch irgendwo Loks versteckt sind. Da oben ist noch was, oder? Nö, hier ist noch. Hier ist noch. Das war's aber, glaube ich, auch schon. Ja. Gut. Für was brauche ich eigentlich nochmal die Loks? Was wollten wir denn gerade machen? Solarzellen. Holz, Holz für Solarzellen, genau. Zeug mit. Das Gute ist, dass wir da hinten schon alles automatisiert haben, soweit. Also das funktioniert. Sand müssen wir jetzt auch einiges haben, wenn wir Platz hätten. Nein. So, wir müssen die Slots hier blockieren. Bloß nicht, ob man von allen drei rauszieht. Hä? Jetzt haut er das da rein. Okay. Holz. Wir hauen hier mal einfach alles rein, was wir haben. 19 Solarzellen noch. Das wäre gut. Ja, jetzt hängt es gerade bloß am Glas.
mal den Marble raus. Sehr schön, zwei Stecks Marble. Geht schon wesentlich schneller mit den zwei, wie heißen die denn? Zwei Autosies. Ups. Wie immer nur mit einem. Sehr schön. Das Glas. Wir kommen recht flott voran, muss ich sagen. Freut mich. Sechs Solarzellen. Ziehen wir hier noch den Sand raus, den machen wir da noch rein und hau hier aber auch gleich nochmal Sand rein. Also die Produktion von Solarzellen funktioniert gerade. Acht brauchen wir. Das heißt, 16 wären gut. Dann könnte man noch zwei Solarzellen aufstellen. Immer die Leute hier. Jetzt noch machen wir mal da Lapis, machen wir da mal ein bisschen rein. Das kann es auch, das auch. Gut, wir müssen jetzt auf unser Glas warten. Ja, das wird was, das wird was. Das kriegen wir auf jeden Fall diese Folge noch hin, dass wir mindestens zwei Solarpanel 2 aufstellen können. Eigentlich müssten wir da nicht hängen. So, ich möchte nämlich dieses Kabel haben. Hab's gekriegt. Gut, gerettet, gerettet, Kabel gerettet. So, gucken wir mal. Aluminium geht uns natürlich jetzt ein bisschen zur Neige, aber das ist ja natürlich logisch, wenn wir hier einen Haufen Solarzellen raushauen. Ich muss gerade mal gucken, was das nächste Upgrade ist. Lapis und Spiegel. Oder? Und dann brauchen wir dafür noch welche. Oh Gott. Das ist natürlich ein Hammer. Da brauchen wir schon einiges an Sachen. So, jetzt habe ich gerade irgendwo hier Lapis, weil während der das Glas produziert wird, können wir hier doch eigentlich ausbauen.
Müssen wir nur gucken, F7. Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir unsere Plattform voranbringen, auf der wir dann leben wollen. So, wir werden jetzt gleich noch das letzte Glas rausnehmen. Und dann warst du schon wieder für die heutige Folge Sky Factory. 15 Glas, das ist gut. So, 12 macht 3, 18. Das passt. So, nochmal 2 Solarzellen. Die pflanzen wir mal dahin. Und dann sollten wir hier schon wieder theoretisch mehr Strom kriegen, wenn wir in der Nacht schlafen. Ich glaube nicht, dass es noch reicht. Dass es noch reicht für eine weitere große Solarzelle. Vor allem, weil wir auch kein Aluminium mehr haben. Nee. Drei kleine haben wir noch. Die können wir da mal zwischen reinstellen. Einfach damit die auch Strom generieren, dass wir maximalen Stromgewinn haben. Und das war's dann auch von. Moment, das machen wir raus und das machen wir auch raus. Den Sand machen wir raus. Dann wird nämlich weiter Stein produziert. Auch wenn das Glas hier fertig ist gleich. So. Gut, das hätten wir alles geschafft soweit. Das haben wir da noch rein, den Glas. Den Glas holen wir raus. Kabel. Stein. Ja, wir haben heute einiges geschafft. Wir haben die Steinproduktion automatisiert. Guck mal hier. Es steigt sogar, obwohl der Energieverbrauch. Also alles gut im Moment. Der haut den Gravel hier noch durch. Und dann sind wir auch fertig. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Oder schaut einfach mal bei meinen anderen Videos vorbei. Das hilft mir sehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.